Herzlich willkommen zu diesem ACMP How-To-Video. Mein Name ist Sascha Limberger und heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mit dem Client-Command-Editor einfache administrative Skripte generieren können. Wechseln Sie hierzu bitte als erstes auf den Punkt Client-Commands in die Erstellen-Phase. In der Erstellen-Phase habe ich Ihnen schon gezeigt, wie man mit dem Paket-Wizard einfache Softwarepakete generieren kann. Diese Softwarepakete können Sie auch mit dem sogenannten Client-Command-Editor editieren. Sie können aber auch mit dem Editor auf der grünen Wiese quasi starten und selbstständig kleine Skripte erstellen, die Sie dann auf alle Ihre Rechner verteilen können. Hierzu wechseln wir als erstes in den Editor. Diesen maximiere ich nun und kann nun mit der Editierung starten. In dem Konsolenskript können Sie Skripte platzieren, die entsprechend administrative Seiten enthalten, zum Beispiel über die Übergabe eines Passworts, dann auch etwas an die Client-Skript-Seite übermitteln. In diesem Video möchten wir einfach nur in der Client-Skript-Seite einen Befehl platzieren. Hierfür kann ich aus den bestehenden Befehlen mir einen Befehl aussuchen. Es gibt hier einige Befehle, zum Beispiel auch zu dem Bereich Printer, Prozesse und ähnliches. Wir benötigen heute unter dem Bereich User Management den Befehl setPasswordForLocalUser. Hier trage ich nun einen Benutzer ein, in dem Fall den Administrator, wo ich das Kennwort ändern möchte. Jetzt trage ich hier mein Kennwort ein, muss das dann gleich auch noch einmal bestätigen. So, jetzt könnte ich hier das Ganze schon mit OK bestätigen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, was bei dem Befehl eingetragen wird, können Sie auch immer den Hilfe-Button noch einmal verwenden. Wie soll mein Client-Command heißen? Neues Admin-Passwort setzen. Und dann kann ich das auch mit OK bestätigen. Dann wird mein Client-Command jetzt gespeichert und ich kann es dann auch gleich testen. Man muss kurz warten, bis oben links die Diskette von dem blauen Zustand wieder auf den grauen Zustand gewechselt hat. Dann sieht man, dass erfolgreich gespeichert wurde. Nun können wir den Editor schließen. Hier wird jetzt auch mein neues Command angezeigt. Die Version 1, Status ist momentan noch erstellen. Das ändern wir jetzt erstmal. Rechtsklick, Senden an Phase testen. Jetzt ändert sich auch der Status und ich kann dann mit dem Testen auch weiter fortfahren. Um das Client-Command zu testen, muss ich selber oben einmal auf die Phase Testen klicken. Ich kann auch auf der linken Seite den Menübaum verwenden, das funktioniert natürlich auch. Und jetzt kann ich hier meinen Client-Command einfach doppelt anklicken, habe wieder meine fest definierte Testumgebung, wo auch mein Windows 10-Rechner auftaucht. Den kann ich hier auswählen und ausführen. Der läuft parallel schon, das heißt, wir können direkt in die Nachverfolgung, in den Jobmonitor wechseln und schauen uns hier mal an, ob denn das Ganze schon ausgeführt wird. Wir sehen, ja, es ist gestartet und jetzt kann ich es mal aktualisieren. Ja, wurde direkt auch schon erfolgreich ausgeführt und jetzt kann ich mir hier das Detail-Protokoll nochmal anschauen. Dafür klicke ich den Rechner nochmal doppelt an, der dieses Skript ausgeführt hat und dann bekomme ich hier den Client-Command-Log-Viewer. Hier sehe ich, dass für den Administrator das Kennwort erfolgreich gesetzt wurde. Kann ich beides wieder schließen und hätte mein Client-Command somit erfolgreich getestet, könnte es freigeben und auf alle meine Rechner ausführen.